Was ist denn Schw? Menki. Schw? Affe. Schw. Ich weiß nicht, was Schw bedeuten soll. 50 cm Gewicht, 28 Kilogramm. Dieses sehr agile Pokémon ist leicht reizbar. Es zögert nicht, alles und jeden anzugreifen. Oh Gott. Ich weiß nicht. Ich nenne Menki jetzt einfach mal Dave. Ja. Jetzt nicht, weil das irgendwie Eigenschaften von dem hat. Es hat eigentlich... Es wäre lustig, wenn Dave sehr reizbar wäre und alles und jeden angreift. Aber ich möchte halt irgendwie ein paar Leute so in meinem Team haben, die ich kenne. So. Und da gebe ich jetzt halt einfach irgendwelchen Pokémon irgendwelche Namen. Was haben wir jetzt? Ein Habitag. Ich fang's direkt auch. Weil wie gesagt, ich habe ja vor, so viel wie möglich zu fangen. Ich glaube, ein Hornius ist uns noch nie irgendwie über den Weg gelaufen, oder? Okay. Alter! Wie viel das abgezogen hat. Yay, Habitag wurde gefangen. Sehr schön. Aber das läuft ja auch heute mit dem Fang. Pokédex. Habitag, Kleinvogel. 30 cm, Gewicht 2 Kilo. Dieses Pokémon kann in großen Höhen nur schwer fliegen. Dafür kann es sehr schnell fliegen. Nein. Mal gucken, was jetzt hier noch kommt. Wenn jetzt hier noch ein Habitag kommt oder ein Menki, dann hau ich ab. Ja, ein Habitag. Oh, aber das hat... Ah, das ist aber Level 8, das ist gut. ich müsste eigentlich das Menki leveln. Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben! Dave hat ja schon nur noch ein Punkt. Nehmen wir Dennis. Ach so, das pennt. Alex! Ich habe da nicht drauf geachtet, dass Dennis noch am Pennen ist. Na komm, normales Tackle, das muss reichen. Das muss reichen! So. Wo kommt man denn da hin? Ich finde diese Blümchen hier irgendwie voll schön, wie die sich so bewegen. Okay, der will noch mit uns quatschen. Puh, ich muss eine Pause machen. Der Weg durch den Tunnel aus Azuria City ist sehr beschwerlich. Okay, wir brauchen Blitz. Route 3 zum Mondberg. Wollen wir zum Mondberg? Ach, Quatsch. Doch, das war richtig. Karte. Boah, es ist noch so weit. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück und... lass meine Pokémon wieder gut machen. Weil mein Pikachu ist am Pennen. Dave ist nicht gut drauf. ja. Und das ist mir dann noch ein bisschen zu großes Risiko, dass ich dann da komplett irgendwie vermassle alles. Auf jeden Fall müssen wir Dave jetzt nach oben packen. Was wird denn aus Menki? Auf jeden Fall, das Habitag, das packen wir auch weg. Weil Habitag ist nicht irgendwie ein Pokémon,
indem ich weiter fortfahren will. Aber ich weiß immer noch nicht, was aus Habitak wird. Jemandes PC. So, ablegen. Und zwar Habitak. Ablegen. So. Also, wir können gerade hier noch sortieren. Und zwar Dave. Tauschen nach oben. Ups. Smetbo. Tausch nach oben. So ist gut. Ja. Wenn hier drüben noch irgendwo Gras ist. Ne, es war glaube ich nur da, wo ich auch das Habitat gefangen habe. Und so, und das Mankey. Da laufe ich glaube ich gerade noch einmal durch. Und hoffe, dass ein Level 8 Pokémon kommt. Oder Level 10. Das sieht aus wie ein Tumor. Was haben wir denn hier? Kratzer, Silberblick, Fußkick. Direkt mal sortieren. So, Fußkick. Oh, das ist gut. Oh. Heilige Scheiße. Smetbo. Ja, Heuler ist okay. Ich glaube, mit Dummer Fußkick hätte ich es nicht kaputt gekriegt. So. Dann. Ab geht's. Achso, ich wollte ja noch gucken, was hier drüben drin ist. Was haben wir denn hier? Ein Radfratz. Habe ich schon Radfratz gefangen? Ah, Giftpuder. Yay! Ich hab's vergiftet. Wie viel? Wow! Das war ja... Okay. Okay, hier drüben ist nichts mehr. Mal noch ein Pokémon abwarten. Oh, ein Sandan? Level 8 Sandan. Das ist so niedrig. Nee, ich möchte gerne ein höheres haben. Das mit Mankey kotzt mich schon ein bisschen an, dass das Level 9 ist. Also ein Sandan wäre halt auch was, was ich mir so in meinem Team vorstellen könnte. Haben wir hier jetzt noch? Ein Habitat. Level 9. Wechseln wir direkt wieder. Aber jetzt auf Alex, weil wenn das Level 9 der Habitat wieder Schnabel macht, dann ist das wahrscheinlich mein Smetbo hinüber. Doppelkick. Na. Es ist immer zweimal? Ich weiß das gar nicht. So. Wo ist man jetzt hier gelandet?
Das ist mir hier ein bisschen zu großflächig alles. Ich hoffe mal, du bist keine Trainerin. Nee. Aua, ich bin über einen kleinen Stein gestolpert. Ein Stein-Pokémon. Ja. Okay, da ist... Hätte ich das gewusst, dass hier ein Pokémon-Center ist, wäre ich einfach weitergelaufen. Aber jetzt können wir hier drinnen noch mal ein bisschen quatschen. So, was hast du denn zu erzählen? Wenn du keine weiteren Pokémon tragen kannst, solltest du einige via PC ablegen. Ja, das habe ich schon mal gemacht. An meinem Gürtel hängen 6 Pokébälle. Man kann maximal 6 Pokémon mit sich führen. Ja. Was mit dir? Team Rocket terrorisiert die Einwohner von Azuria City. Kein Tag vergeht ohne Meldung über Team Rockets Schandtaten. Du mit deinem dicken Bauch. Hallo, möchtest du ein Geschäft machen? Ich gebe dir ein exzellentes Carpador für läppische 500. Ein Carpador ist mega scheiße. Aber es wird, glaube ich, ein Garados da draus, wenn sich das entwickelt. Aber ich kann mir... Ich denke mal, hier gibt es auch Angeln. In dem Spiel. Kann ich mir eins angeln oder ich kann, wenn ich irgendwie Surfer habe oder so. Nein. Nein? Ich wollte dir doch einen Gefallen tun. Mhm. Was steht hier drauf? Mondberg, Tunneleingang. Ja, dann rein da. Oh, es ist nicht dunkel. Steht denn hier auf dem Schild? Vorsicht, Zubat ist ein Blutsauger. Du willst kämpfen, ne? Ah, was haben wir denn hier? Zubat wahrscheinlich. Level 8. Los, Level 9, Dave, Mankey. Oh. Oh, das ist auf jeden Fall besser. Also solange mir das mal eins abzieht und das eins dazu kriegt, ist mir das relativ wumpe. Aber halt so ein Level 8 Pokémon gibt, glaube ich, dem Dave ganz gute EP. So. Was mit dir? Ja, du willst kämpfen. Och Mann. Was gibt's? Meine Kumpels müssen gleich hier sein. Ich will nicht kämpfen. Göre möchte kämpfen. Ein Pokémon hat sie. Ein Pipi. Oh, Level 14. Direkt mal wechseln. Oh. Alex, würde ich sagen. Oh. Okay, Alex ist eingepennt. Dann machen wir Lars. Windstoß. Oh, das war nicht gut. Oh. Oh nein, jetzt habe ich auf Kampf gedrückt. Ich möchte mein Pokémon tauschen gegen Dennis. Okay, Heuler ist okay. Nur kein Gesang. Donnerschock. Ah, ich glaube, das war bei Dings auch nicht so gut. Dann Ruckzuck-Hieb.
Das ist ja noch schlimmer. Okay, Donnerschock. Ja, sehr schön. Dave erreicht Level 10. Sehr schön. Wunderbar. Ja, du hast verloren. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hier hin muss, weil das hier also... Nö, groß... Oh, ein Item. Oh Mann. Zubat? Ja, natürlich Zubat. Level 6. Ich glaube, ich gehe gleich direkt nochmal raus. Kratzer war, glaube ich, besser, ne? Meine ich mal. Ja. Und wie das besser ist. Ich sammle jetzt noch das Item auf und gehe dann nochmal raus. Haben wir denn hier? TM12! Was ist denn TM12? Aquaknarre. Aquaknarre. Ich habe doch gar kein Wasser-Pokémon. Ach komm, Dave, das kriegst du auch noch hin. Level 9 Zubat. So. Sehr schön. Wir gehen nochmal raus. Weil unsere tollen Pokémon ja alle am Pennen sind. So. Und ich werde jetzt hier in der Höhle abspeichern. Ja. So. Und wir machen dann hier in der nächsten Aufnahme weiter. Und ich hoffe, euch hat die heutige Aufnahme gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.